Im Laufe des Jahres 1862 veränderte sich der Charakter des Krieges und mit ihm weite Teile des Landes. Bis 1862 waren über 1 Million Landarbeiter in die Unionsarmee eingetreten. Und wer durch den mittleren Westen reiste, sah auf den Feldern mehr Frauen bei der Arbeit als Männer. Das Jahr hatte für den Norden vielversprechend begonnen. Doch nun wendete sich das Blatt. Ulysses S. Grants Triumphe bei Donelson und Shiloh wurden von den Desastern im Osten überschattet. In Virginia lagen die Unionstruppen General George McClellans immer noch vor Richmond. Der General hatte zwar die weitaus überlegenere Armee, doch ihm fehlte der Kampfeswille. Währenddessen konnten die Konföderierten von einem brillanten neuen Kommandanten profitieren, Robert E. Lee. Er erwarb sich schon bald den Ruf eines der größten Feldherren aller Zeiten. Doch die Union hatte noch andere Probleme. Im englischen Blackburn wurde in einer öffentlichen Versammlung erklärt, dem Norden sei es unmöglich, den Süden zu bezwingen. Und man verlangte, den Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Europa schien bereit zu sein, die Konföderation anzuerkennen. Und damit wurde das Undenkbare wahrscheinlich. Die Union würde den Krieg verlieren. Entweder wir ändern unsere Taktik oder wir verlieren, schrieb Abraham Lincoln 1862. Lincoln war nun klar, dass er die alte Union nicht wiederbeleben konnte. Es musste eine neue entstehen. Und im Sommer wusste er, welche Taktik nötig war, um den Krieg zu gewinnen. Entscheidend war die Abschaffung der Sklaverei. Aber er bezweifelte, dass er die politischen und militärischen Möglichkeiten haben würde, sie durchzusetzen. Es fällt mir schwer, meinen Glauben an den Sieg der Nation und des Rechts aufrechtzuerhalten, vertraute der New Yorker Anwalt George Templeton Strong seinem Tagebuch an. Dies sind für uns die schwärzesten Tage seit Bull Run. Niemand konnte wissen, dass noch in diesem Jahr der blutigste Tag des Krieges bevorstehen sollte, gefolgt vom strahlendsten. Es hätte ein sehr hässlicher, schmutziger Krieg werden können, ohne einen versöhnlichen Aspekt. Aber es wurde ein Kampf um die Befreiung der Sklaven. Und die Menschen, die ihn vorantrieben, Sklaven, freie Schwarze, Abolitionisten und viele ganz normale Bürger, machten diesen Kampf zu etwas Noblem, Höheren. Vor Richmond bestand George McClellan weiter auf Truppenverstärkung, obwohl sein 110.000 Mann starkes Heer Joseph Johnstons Armee zahlenmäßig bereits weit überlegen war. Derweil hielt westlich der Blue Ridge Mountains im Shenandoah-Tal General Thomas J. Jackson drei Armeen der Union in Atem. Er war ein echter Exzentriker. Er glaubte, von Pfeffer im Essen bekäme er Schmerzen im linken Bein. Er verschickte nie Briefe, die an einem Sonntag unterwegs sein könnten. Der Sonntag war ihm heilig. Gleichzeitig wurden so viele seiner Schlachten an einem Sonntag geschlagen, dass seine Soldaten langsam glaubten, er kämpfe absichtlich sonntags, weil Gott ihm dann näher sei. Jackson war ein strenggläubiger, blauäugiger Killer, den die drohende Todesgefahr völlig kalt ließ. Die einzige Pflicht eines Mannes, sagte er, ist zu beten und zu kämpfen. Er ließ Männer aus völlig nichtigen Anlässen, sogar willkürlich und grundlos erschießen. Sam Watkins. Er war auf merkwürdige Weise gänzlich unberührt von Leid. Er hatte einen jungen Kurier während einer Schlacht und der war plötzlich nicht da. Er fragte, wo ist Leutnant so und so? Und man sagte ihm, er ist gefallen, General. Jackson sagte, sehr lobenswert, sehr lobenswert. Und damit hatte es sich.
Der alte Jackson gab uns nichts als eine Muskete, 100 Schuss Munition und eine gummierte Decke. Er hat uns höllisch geschunden. Seine Männer mochten ihn nicht. Er war zu unerbittlich, zu distanziert und erforderte zu viel. Manche hielten ihn für verrückt. Er glaubte, dass er seine innere Balance nur bewahren konnte, indem er eine Hand in die Luft streckte. Andere befürchteten, sein religiöser Eifer könne sein Urteilsvermögen beeinträchtigen. Jackson meinte, seine Truppen seien ebenso die Armee des lebendigen Gottes wie die des Landes. Aber seine Männer waren bereit, die täglichen 60-Kilometer-Märsche zu ertragen, weil er sie von Sieg zu Sieg führte. Jacksons Aufgabe im Shenandoah-Tal war es, die Union in Schach zu halten und zu verhindern, dass McClellan von Washington Verstärkung bekam. Er war umgeben von 3 Unionsarmeen, von denen jede einzelne seiner eigenen, 17.000 Mann starken, zahlenmäßig überlegen war. Jackson attackierte eine Armee nach der anderen. Ausgerüstet mit einer knapp 3 Meter langen, detaillierten Karte, überraschte er sie bei Winchester, Front Royal, Cross Keys, Port Republic und einem halben Dutzend weiterer Orte. Nachdem er Nathaniel Banks' Armee in der Schlacht von Winchester vernichtend geschlagen hatte, verfolgte er sie bis an den Potomac. »Halt, Männer«, rief Banks seinen flüchtenden Truppen nach, »liebt ihr euer Land denn nicht?« »Doch, bei Gott«, sagte einer, »daran versuche ich so schnell wie möglich wieder dahin zu kommen.« Jacksons Shenandoah-Feldzug war ein Triumph. In nur gut einem Monat marschierten seine Männer fast 600 Kilometer, brachten dem Gegner Verluste von 7.000 Mann bei, erbeuteten große Mengen dringend benötigter Vorräte und verteidigten die Virginia-Halbinsel gegen fast 40.000 Unionssoldaten. Für die Konföderation stand es so fest wie das Amen in der Kirche, dass weder Großbritannien noch Frankreich ohne ihre Baumwolle existieren konnten. Über kurz oder lang würde das eine oder andere Land zugunsten der Konföderation intervenieren, um die Seeblockade der Union zu beenden. Um mehr Druck auf Europa auszuüben, reduzierte die Konföderation die Baumwollproduktion um 90%. 2,5 Millionen Ballen wurden verbrannt oder verrotteten an den Quays, damit sie nicht in englische Hände gerieten. Zusätzlich zu dem Krieg, den Lincoln daheim führte, musste er nun auch noch versuchen, Europa davon abzuhalten, Partei für die Südstaaten zu ergreifen. Außerdem wuchs im Norden allenthalben der Druck, die Sklaverei aufzuheben. Am 1. Mai 1862 ernannte Lincoln General Benjamin F. Butler zum Militärgouverneur des besetzten New Orleans. Butler machte sich sofort an die Arbeit. Er ließ einen Mann hängen, der angeblich die amerikanische Flagge entweiht hatte. Er ließ eine sezessionistische Zeitung einstellen, konfiszierte das Eigentum von Bürgern, die den Treueeid auf die Union verweigerten. Und man verpasste ihm den höhnischen Spitznamen Spoons, weil er angeblich Silberbesteck in die eigene Tasche steckte. Regelmäßig wurden seine Soldaten von den Frauen in New Orleans beleidigt. Als eine Frau aus dem French Quarter ihren Nachttopf über dem Kopf von Admiral Farragut entleerte, erließ Butler den Befehl Nummer 28. Da die Offiziere und Soldaten der Vereinigten Staaten immer wieder Beleidigungen von Frauen ausgesetzt sind, die sich selbst als Damen von New Orleans bezeichnen, wird hiermit angeordnet, dass jede Frau, die einen Offizier oder einen Soldaten der Vereinigten Staaten durch Worte, Gesten oder Bewegungen beleidigt oder sich ihm gegenüber anderweitig verächtlich verhält, künftig als Dirne behandelt und zur Verantwortung gezogen werden soll. General Benjamin Butler. Die Südstaatler waren empört und nannten Butler die Bestie. Ein Unternehmer aus New Orleans verkaufte Nachttöpfe mit Butlers Porträt auf dem Boden des Gefäßes.
In Charleston, South Carolina, setzte ein Privatmann eine Belohnung von $10,000 aus für die Ergreifung der Bestie Ben Butler, tot oder lebendig. Aber seine Männer wurden nun nicht mehr belästigt. Durch die unmittelbare Nähe der Unionstruppen nahm die Unruhe auf den Plantagen Louisianas zu. Als verzweifelte Sklavenhalter sich über rebellische Schwarze beschwerten, bezeichnete Butler sie als illoyal der Union gegenüber und nahm ihnen die Sklaven weg. »Geht zu den Yankees«, sagte ein Sklavenhalter seinen Sklaven, »sie sind jetzt die Könige.« Ich hatte so viel über die Yankees gelesen, dass ich ganz gespannt darauf war, sie zu sehen. Die Weißen sagten ihren Farbigen, sie sollten nicht zu den Yankees gehen. Dort würden sie anstelle von Pferden vor die Karren gespannt. Eines Tages fragte ich Großmutter, ob das stimmt. Sie antwortete, natürlich nicht, und meinte, die Weißen würden so etwas nur erzählen, um ihnen Angst zu machen. Sie wollten nicht, dass die Sklaven zu den Yankees überlaufen. Ich wollte diese wunderbaren Yankees unbedingt sehen, denn ich hatte von meinen Eltern gehört, dass die Yankees alle Sklaven freilassen würden. Susie King Taylor. Noch ehe der Krieg ausbrach, hatten die Sklaven begriffen, dass es in diesem Krieg um Sklaverei ging. Sie waren für die Armee ein Ärgernis und gleichzeitig ein Problem, mit dem sie sich befassen mussten. Daher musste sich auch das Kriegsministerium damit befassen und endlich auch der Kongress. Jeder entlaufene Sklave, der für den örtlichen Kommandanten ein Ärgernis darstellte, war schließlich auch ein Problem für den Kongress der Vereinigten Staaten. Der von den Republikanern dominierte Kongress verbot schließlich der Armee, entlaufene Sklaven an ihre Herren auszuliefern. Im Juni erließ er ein Verbot der Sklaverei in den freien Territorien. Lincoln unterstützte den Plan, für jeden freigelassenen Sklaven $400 zu zahlen und die Freigelassenen dann zu ermutigen, sich nach Afrika oder Mittelamerika einzuschiffen und dort Kolonien zu gründen. Der Abolitionist Wendell Phillips nannte Abraham Lincoln einen erstklassigen, zweitklassigen Mann. Ich bin das Argument leid, dass die Halbherzigkeiten eines Menschen aufgrund der Zeit, in der er lebt, verzeihlich oder gar lobenswert sind. Es stimmt nicht, dass es zur damaligen Zeit unmöglich war, mehr zu wagen. Denken Sie an Wendell Phillips, der auf Abraham Lincolns Vorschlag, die Schwarzen in Kolonien außer Landes anzusiedeln, sarkastisch reagierte. Er sagte, dann kann man genauso gut seine eigenen Hände außer Landes ansiedeln. Oder seinen Revolver, wenn ein Räuber im Haus ist. Auf der Virginia-Halbinsel begann die Regenzeit und die tiefer gelegenen Landstriche standen unter Wasser. Vor Richmond war George McClellans Armee durch den angeschwollenen Chickahominy River in zwei Flügel geteilt. Die Rebellen erkannten ihre Chance und griffen am 31. Mai den kleineren Truppenteil an.